Hello und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Mein Controller reagiert gerade nicht. Huch! Jetzt aber. Ich muss. Ich versuche das gerade mit dem Maus zu machen. Wenn du mal ausprobieren. Das ist ein schwerer Schlag. Ich bin mehr als bereit für dich. Kann damit natürlich besser zielen. Das ist klar. Nur die Tastenkombination hier natürlich ist gar nicht. Aber ich spiele auch nicht mit. Damit. Sehr hilfreich. Ich bleib bei meinem geliebten Controller. Hallo, hallo, hallo. Kümmert euch wieder um euren Kram. Ach so. Davon redet sie. Ich gehe erstmal in diese Quest rein. Ein Kriegerpfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Je nachdem, wie ich da hochkomme. Da. Keine Traumweide, nur ein paar Scherben. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das hält sich eine Weile. 14% Gesundheit. 14% Gesundheit. Da war das mit der Energiezelle. 317. Huch, gegen den Baum gelaufen. Das ist kaputt, nehme ich mal an. Loot. Das brauche ich vielleicht noch. Ja. Ich. Ich esse dahin. Ja, ne? Ich esse dahin. Wow. Vollkommen egal, wo ich zuerst hingehe.
gut haben. Wenn du mir auch voll den Weg läufst. Ist ja wie Geschenk. So, mit dir sollte ich jetzt reden? Aber warum? Möchtest du es nochmal probieren? Eigentlich nicht. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten. Du hast bereits 3 Halbsonnen erlangt. Also wähle eine Prüfung. Ich will die nicht machen. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Solai und Sona. Das war ein Unterschied. Das ist hier aber auch nicht gelistet. Das schon. Okay, das dazu. Na, egal. Frischer geht's nicht. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Maschinen deuten eigentlich auf Maschinen, andere Maschinen hin. Komme ich da jetzt hoch? Oh, so wäre es auch gegangen. Ich sollte an diesem Kriegerpfad nach einem Traumweidenlager suchen. Das war ein bisschen unkonventionell, wie ich da hingekommen bin. Seltsam. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. War es, um sich weniger schlecht zu fühlen? In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. Ja, es wird Fia eher ernüchtern. Ich werde tun, was ich tun muss. Jetzt jagen sie mich. Tun sie das? Hallo, Mensch. Ich jag sie vor allem wegen des Drahtes. Bin eigentlich gar nicht mehr so hinter Lohe her, weil davon habe ich echt viel mittlerweile. Aber
Mir fehlt's echt an Draht. Das kommt mir gelegen. Vorhin ich nicht noch irgendwo eine Quest, außer die. Jetzt muss ich wieder dahin. Ich guck mir das Panorama mal an. Aua, 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 da oben. Wie mache ich das jetzt? Kann ich... Ah, da ist irgendwas. Echohülse. Cool. Ja. Erstes Panorama gefunden. RS. Rechts. Auf Panorama Cage zugreifen. Stand um das Panorama auf. Apokaschitz Dorntour, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent. Hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene. Über die Ära der menschlichen Luftmacht. Er hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb. Okay. Na gut. Mal es abwarten, ob sich wieder ein Sturm bestes Wetter zusammenbraut. Hallo. Sie soll an der Seite von... Halt hier hoch. Wie langweilig. Bin immer zum Handeln da. Das habe ich ja gerade, ne? Das werde ich wahrscheinlich eine Weile nicht brauchen. Das sind die auf Tasche. Habe ich da auch ein Taschensymbol? Nö. Da steht das, welche ich auf Tasche habe. Das Symbol sehe ich aber jetzt erst. Oh, ich habe sie alle. Unregelmäßiges altes Amulett. Das ist aber wertvoll. Verkauf gegen Metallscherben. So, was würde ich zuerst mal behalten? Ich behalte das alles erstmal. Moin. Guck nicht so böse. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Kaufen. Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist.
Du sagtest, ein gewisser Jan hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Geil. Ich liebe die Gefahr. Gehen. Leb wohl. Habe ich da schon was? Wow. Zum Reisen? Nein, natürlich nicht. Ich gehe erstmal dahin. Da komme ich natürlich nicht gefahrlos runter. Oh. Und bitte um Kraft und Erkenntnis. Schnauze. Kämpfen kann ich die noch nicht bewegen, ne? Sie so wenig. Raserherz. Tut mir leid. Das nehme ich doch mit. Was vergessen? Ach so, ich wollte noch meinen Speer modifizieren. Wo ist denn mein Speer? Es ging doch. Ich hatte doch eine Speererweiterung oder so. Ach so, ich habe wahrscheinlich noch nicht den Speer dazu. Das zu tun. Was willst du, hä? Das ist schickes da gelassen. Nahkampf. Alte Trümmer. Alles Gefäß. Fischhaut. Dann kann ich ja schon. Dann kann ich auch hoch.
Quest folgen. Ich wollte gerade den Wasserfall hochschwimmen. Mhm. Da ist schon eine Kiste im Wasser. Maschinenareal, krasser. Das ist die alte Welt. Ich kann diese Maschine nicht überbrücken. Was du nicht sagst. Wenn ich doch mehr darüber erfahren könnte. Spule Abriss. Irgendwie fehlt mir hier ein Läufer, ne? So als Reittier. Das hilft bestimmt weiter. Okay. Ah! Wo man gerade von sprach. Spule der Kriegsherren. Ach so. Das sind aber Plünderer, ne? Nee, Läufer. Und hopp! Wühler. Ne, Graser sind das, ne? Wieso sag ich eigentlich mal Wühler? Hier zum Talisman. Hi, Hottie. Ich meine, es ist schon bald. Ein bisschen... Bald. Kleine zähe Pflanze. Gutes widerfährt denen, die auf der Lauer liegen. Ach, die bleiben? Die haben kein Ablaufding? Schon ein bisschen Red Flag, dass du immer bei Toten sitzt, ne? Bald. Aber. Bald. Gutes widerfährt denen, die auf der Lauer liegen. Na dann. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Keine Munition. Oh. Wo auch das Falsche nutzt.
kann ich eigentlich beim Ziehen. Geht das? Hä? Kann ich denn daneben ziehen? Hä? Alles klar. Das ist jetzt auch nur ein bisschen peinlich. Ja, aber Hauptsache, ich treffe den, wenn ich gerade gar nicht gucken kann. Das hebe ich mir für später auf. Huch. Gut. Das wollte ich gar nicht. Hallo, Lagerfeuer. Hilfe! Ich bin eingesperrt! In einer Holzhütte. Helf mir da! Jun? Hallo! Ist da jemand? Von so einem lausigen Speer lässt du dich einsperren. Hol mich hier raus! Urmutter sei Dank! Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Irgendwie? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Irgendwie sehen die ja auch alle gleich aus. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein, ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Du könntest die ganze Zeit atmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden. Knochiges Fleisch. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig. Hilf mir hoch! Jawohl! Schieß nochmal! Meine Pfeile sind alle! Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger.
geht ganz schön schnell. Erledige es! Sie hat es erwischt! Ja! Vor mir gibt's keine Entfernung. Urmutter sei Dank! Ja! Schlag mal oben. Schön unauffällig. So, mit dir kann man reden? Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns? Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Naja, schon irgendwie, ne? Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Mm-mm. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Ist ja irgendwie das, was ich gesagt habe, ne? Jemand hat die mehr oder weniger bezahlt, um weniger schlechtes Gewissen zu haben. Aber er ist auch schon ein bisschen hottie, ne? Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Komm ich da hoch? Nee, ne? Nö. So, dann muss ich zu John und dann wahrscheinlich zu der anderen da, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber das machen wir natürlich und selbstverständlich erst in der nächsten Folge. Man sollte ja jetzt auch schlafen gehen, ne? Ist ja schon nachts. Wow, ist das schön. Das ist die Milchstraße, glaube ich.
Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu der nächsten Folge. Tschüss.